Mit der künstlichen Intelligenz ist es ja wie mit der meisten Technik. Auf der einen Seite soll sie unser Leben erleichtern. Auf der anderen Seite sorgt sie aber dann doch wieder auch für neue Probleme. Und genau darum geht es jetzt auch, weil dieses gleiche Problem gibt es natürlich auch, wenn es um AI im Cyberdefense-Einsatz geht. Und dem widmen wir uns nun im nächsten Vortrag. Davon hören wir jetzt mehr von Stefan Pfeiffer und Alexander Ressel von Accenture unter dem Titel Double-Edged Sword AI for Cyberdefense. Herzlich willkommen. Gut. Hallo miteinander. Danke, dass ich das dritte Mal auf dieser Bühne stehen darf mit demselben Topic, nur mit neuen Buzzwords. Diesmal another talk about AI mit mehr Memes. Das ist ernst gemeint. Im Endeffekt, wir wollen heute auf die Application von AI bei Cyber Defense Tools wie SIEMs eingehen und ein bisschen die Probleme darstellen. Gut. Wem interessiert's? Im Endeffekt SIEM Engineers natürlich, Security Engineers, SOC Manager und Leute, die Terminator mögen. Wir sind von Accenture, wie schon gesagt. Ich selber bin Absolvent der FH und mein Kollege, der Alex, ist das erste Mal hier auf der Bühne und hoffentlich auch bald Student. Und wir wollen im Endeffekt auf ein paar Ungereimtheiten, wenn man jetzt AI als Passwort nimmt, eingehen. Nur als vorweg, wir werden etwas auf Gemini bzw. Google eingehen. Das ist aber jetzt nicht ein Talk gegen Google, es ist einfach nur das Tool, bei dem wir es testen konnten und auch verwenden konnten. Gut, aber jetzt mal allgemein, was wollen wir Gemini heute fragen? Das erste ist, warum wird es überhaupt verwendet? Wir wollen Geld sparen, indem wir L1 bzw. SOC-Analysten weniger ausbilden müssen. Zumindest am Anfang und sie das Tool praktisch zur Einschulung nutzen können, indem die AI uns Informationen gibt. Problematisch ist, AI-Tools sind natürlich auch kostenintensiver als Systeme ohne diese Features. Mittlerweile, AI ist on the box. Fast jedes Produkt probiert irgendwelche AI-Features zu implementieren, was natürlich dann auch Folgen haben wird. Und warum haben wir jetzt diesen Punkt? Ja, im Endeffekt, jeder used AI. Welche Topics möchten wir heute besprechen? Zum einen einmal die well-known Attacks und Security Issues, mehr auf Cyber Defense bezogen, weil der Vortrag vor uns war ja mehr aufs LLM selber bezogen. Dann im Endeffekt die... Er hat eine Live-Verzögerung. Wir wollen euch kurz einen GenAI in SIEM-Bereich zeigen und dann auf eine neue Attack-Surface eingehen. Gut, und dann nochmal zum Alex für die General Security Issues. Perfekt. Danke, Stefan. Gut, bevor wir uns nun AI widmen, wir wollen den Cybersecurity-Markt zuerst einmal generell betrachten, weil dieses ist aktuell in einem Wandel. Und wir haben jetzt eben 5 Punkte festgestellt, warum das gerade so ist. Einerseits, es gibt immer mehr smarte Geräte, also IoT-Geräte, die Benutzern helfen sollen, irgendwelche Informationen über das Haus, über ihr Leben zu erlangen. Diese sind security-technisch natürlich meistens, wie die meisten wissen, komplettes Chaos. Hardcoded Passwörter, Software, die eigentlich nie dafür vorgesehen war, irgendwann geupdatet zu werden. Ein weiterer Punkt ist eben der Shift, dass Cybersecurity nicht mehr nur ein Technology Risk ist, sondern ein Business Risk. Das bedeutet, es ist endlich im Upper Management angekommen, was eigentlich gut für uns ist. Es wird oftmals mehr Geld in die Hand genommen, um diese Probleme wirklich zu lösen. Weil es ist rausgekommen, okay, wenn wir jetzt eine Fabrik haben und es kommt ein Ransomware-Angriff und die kann dann nicht mehr produzieren, gehen natürlich die ganzen Einnahmen dann dahin. Das heißt, es ist endlich angekommen, dass es auch wirklich ein Business Risk ist. Dann der nächste Punkt ist, immer mehr Angreifer verwenden AI schon. Das bedeutet, wir als Verteidiger müssen jetzt eigentlich auch schauen, okay, wie verwenden sie es und wie können wir dagegen steuern? Das bedeutet, was können wir aktiv machen mit AI, um die Verteidigung zu stärken? Der nächste Punkt ist eben, es wird auch immer wichtiger, die Workforce, die man hat, das bedeutet, Cybersecurity-Spezialisten zu behalten. Der Markt aktuell hat viel zu wenig Cybersecurity-Spezialisten und braucht viel, viel mehr. Kleine Firmen, die vielleicht nicht mal eine eigene IT-Abteilung haben, haben fast gar keine Chance mehr, wirklich dediziertes Personal zu finden, was sich mit IT-Security auskennt und dann eben diese Probleme lösen könnte. Und zu guter Letzt, was leider immer mehr auch wahr wird, dass Angriffe mittlerweile eher im Cyberspace stattfinden. Das bedeutet, kritische Infrastruktur rückt immer mehr in den Fokus von Angreifern aus zum Beispiel verfeindlichten Staaten. Ein bekanntes Beispiel hierfür wäre der Angriff auf die Ölpipeline von Colonial in Amerika von einer russischen Hackergruppe DarkSide.
Ob dies nun ein Kriegsakt war oder nicht, bleibt dahingestellt, weil im Endeffekt wollten sie 4,4 Millionen Dollar Lösegeld haben. Aber trotzdem, es muss mehr in den Fokus rücken, dass kritische Infrastruktur eben leicht angreifbar ist, wenn sie mit dem Internet verbunden ist. Gut, beginnen wir gleich mal mit den ersten Sachen. Wofür können Angreifer AI eigentlich verwenden? Und betrachten wir mal den größten Brocken hierbei, Social Engineering. Da hätten wir einmal Spear Phishing. FraudGPT ist beispielsweise eine gefeintunte Version von ChatGPT, welche nur für Angreifer ausgelegt wurde. Das bedeutet, mit ihr kann man beispielsweise Informationen über eine Person geben, wie die Person arbeitet dort und dort, heißt so und so und hat folgende Tätigkeiten. FraudGPT erstellt daraufhin automatisch perfekt aussehende Phishing-E-Mails. Das bedeutet, worauf man sich früher verlassen konnte, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler oder ähnliches, das alles fällt dahin. Das gibt es nichts mehr. Für uns ist das natürlich kein Problem, weil wir sehen und sagen, ah, okay, ist Phishing. Die meisten Mitarbeiter haben sich aber genau auf solche Indikatoren verlassen. Und genau da ist dann das Problem. Angreifer brauchen viel weniger Zeit, um echt aussehende Phishing-E-Mails zu schreiben, ohne Rechtschreibfehler und ohne Grammatikfehler. Der nächste Punkt sind Deepfakes. Das bedeutet, dass eben Personen sich ausgeben wie eine andere Person, sei es in einem Videocall oder bei anderen Dingen, wo einfach ein Filter über das Gesicht gelegt wird oder sogar über den ganzen Körper, um eben wie eine andere Person zu wirken. Letztes Jahr sind ein paar europäische Politiker darauf reingefallen, dass sie dachten, sie hätten einen Videocall mit einem russischen Politiker. Dem war natürlich nicht so. Es war einfach nur ein Angreifer, der einen Deepfake gemacht hat. Der nächste Punkt ist Misleading Images. Das bedeutet, dass man Bilder so bearbeiten kann, um die Tatsachen zu verdrehen. Das kann jetzt von Kleinigkeiten sein, indem man nur etwas hinzufügen möchte oder entfernen möchte, bis hin zu größeren Dingen. Die Bildgenerierungsmodelle werden immer stärker, immer besser und auch immer schneller und günstiger somit. Das bedeutet, Angreifer haben viel mehr Chancen, gefakte Images zu erstellen. Und zu guter Letzt haben wir noch Voice Cloning. Dabei geht es darum, eine komplette Kopie der menschlichen Stimme zu machen. Vor ein paar Jahren war dies noch viel zu aufwendig und auch eher schlecht als recht, wenn man es genau nimmt, weil die ganzen Klone danach einfach nur wie Roboter klangen oder wie die Voiceline, die man kennt, wenn man zum Beispiel bei seinem Telefonprovider anruft. Mittlerweile kann jedoch sogar die neueste Version von ChatGPT Stimmen klonen, nämlich ChatGPT Voice. Aktuell wirkt es noch eher wie ein Bug, weil ChatGPT antwortet sich nämlich selber in der Stimme des Nutzers. Sprich, der Nutzer fragt etwas, hey, wie kann ich das machen? ChatGPT antwortet ihm und danach kommt noch ein Audiosnippet dazu in der Stimme des eigenen Nutzers, der die Frage am Anfang gestellt hat und sagt, ah, danke, das hilft mir. Wirkt aktuell eher so, als möchte ChatGPT ein bisschen Selbstlob dafür bekommen, aber es soll einfach zeigen, wie einfach es mittlerweile schon ist, Stimmen klonen zu können. Wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, es gab auch schon einen Angriff, welcher genau das kombiniert hat, nämlich Voice Cloning und Deepfakes. Nämlich bei einem Hongkonger Unternehmen wurden somit 25,6 Millionen Dollar erbeutet. Wie ist das passiert? Naja, ein Mitarbeiter war in einem Videocall mit dem vermeintlichen CFO der Firma, also dem Chief Financial Officer. Und der hat dann gesagt, er braucht bitte diese Überweisung so schnell wie möglich und so diskret wie möglich. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, hat niemand in dem Call gemerkt, dass der CFO gar nicht echt war? Das Problem liegt dabei, die Person, also der Mitarbeiter, war die einzig echte Person in dem Call. Auch all seine Kollegen waren Deepfakes. Das bedeutet, sie haben wirklich die Stimmen geklont und das Aussehen der Kollegen, die der Mitarbeiter kennt, und des CFOs. Und genau so ist der Angriff dann eben geglückt. Dann ein weiterer Punkt, wenn wir uns eher allgemeinere Attacken anschauen, wo AI verwendet werden kann. Polymorphic Malware, was bedeutet das jetzt? Es bedeutet eben, dass sich Software selber umschreiben kann, dass die Funktionen an sich anders aussehen, beziehungsweise komplett anders geschrieben sind, funktional jedoch dasselbe machen. Sprich, wir sind lange weg von Mutex-Changes oder Signature-Changes, die halt leicht erkannt werden, sondern es geht wirklich darum, dass die Software an sich sich intern umschreibt. Ein bekanntes Beispiel und ein guter Proof of Concept hierfür wäre Black Mamba. Das wurde einmal dargestellt, um zu zeigen, wie einfach es heutzutage schon wäre, eben solche Software zu erstellen. Dann ein weiterer Punkt ist Credential Hacking. Hierbei geht es eben darum, dass PassGen trainiert wurde, menschliche Passwörter zu erkennen, also die Muster von denen, und diese dann eben auch zu erstellen. Sprich, man kann dieser AI einfach Informationen geben wie, okay, die Person arbeitet dort, hat diese Haustiere, so heißt die Frau, alles Dinge, die man einfach rausfinden kann mit ein bisschen OSINT Research. Und danach kann PassGen täuschend echt aussehende Passwörter erstellen. Was bringt einem das nun? Naja, täuschend echt aussehende Passwörter sind halt meistens auch echte Passwörter von Personen. Also PassGen hat Datensätze von Passwörtern durchsucht, die Muster gelernt und kann jetzt eben neue Passwörter erstellen. Ein Beispiel wäre bei der RockYou-Dataset, also bei der RockYou-Datei, 51% der Passwörter können innerhalb von unter einer Minute geknackt werden, weil diese Passwörter einfach sofort erstellt werden, weil PassGen eben genau auf solche Dinge trainiert wurde. Der nächste Punkt sind dann Image Reputation und Influence, also zum Beispiel von Personen des öffentlichen Interesses. Hier beispielsweise, vor ein paar Monaten gingen auf Twitter Videos viral, wie die ehemaligen US-Präsidenten zu sehen waren, wie sie Tankstellen überfallen haben. Das sind jetzt natürlich alles überspitzte Beispiele und man kann sich denken, wenn man jetzt ein Video sieht, wie Barack Obama mit einem Messer den Tankwart nach Geld auffordert, dass dies eher ein Deepfake ist und nicht real. Aber denken wir mal etwas weiter. Was ist, wenn diese Videos jetzt nicht ganz so überspitzt dargestellt werden?
Was ist, wenn man diese Videos etwas subtiler macht? Und genau da ist dann das Problem. Man kann eben nicht mehr genau erkennen, was denn jetzt real ist und was nicht. Und die Video-AI-Engines sind gerade erst am Anfang und werden eben immer besser. Und der nächste Punkt ist dann Fake News und Spam. Mittlerweile, sei es jetzt auf Twitter, auf YouTube oder wo auch immer, die Kommentarsektionen sind mittlerweile so gefüllt mit Bots, die eben versuchen, verschiedene Meinungen zu pushen und andere runterzudrücken. Wofür es früher noch echtes Personal gebraucht hat, beziehungsweise Algorithmen, die so schlecht waren, dass man sofort gesehen hat, okay, das sind jetzt Bots. Heutzutage werden diese unterstützt von ChatGPT oder Llama von Meta und können eben ganz einfach irgendwelche Themen pushen in den sozialen Medien oder andere runterdrücken, dass sie eben gar nicht mehr aufkommen. Und genau da sind dann die eigentlichen Gefahren. Aber jetzt einmal genug von den Angreifern. Wir sind ja hoffentlich hier alle Verteidiger. Und es geht darum, wie könnten wir AI sinnvoll nutzen? Was wären sinnvolle Use Cases? Wir wollen nicht einfach nur, wie hier auf dem Bild zu sehen, irgendeine Firma sein, die einfach AI-powered beim Produkt hinschreibt und um Kunden anzulocken. Und im Endeffekt hat es gar keinen Sinn dahinter. Schauen wir uns einmal ein paar theoretische Use Cases an, die für Verteidiger Sinn machen würden. Da hätten wir einmal Security Operation. Da geht es darum, die Suche an sich zu vereinfachen. Also wir stellen uns jetzt ein CIEM vor und es geht darum, der Analyst möchte eben verschiedene Events rausfiltern. Beispielsweise Computer X hat sich zu dieser IP-Adresse verbunden in diesem Zeitraum. Okay, die Query an sich wäre jetzt nicht schwer zu schreiben. Der Analyst kann jetzt aber einfach in natürlicher Sprache genau diese Anfrage eingeben und die Query wird automatisch für ihn erstellt. Das bedeutet, er bekommt sofort die Events. Das kann man dann natürlich verfeinern. Er kann dann sagen, okay, jetzt hätte ich gerne noch, was für Benutzer waren 3 Stunden vorher hier angemeldet, um zu sehen, wer könnte dieses Skript gestartet haben. Und sofort bekommt man eben wieder die Events ausgegeben. Und man sieht schon, wo das hinführt. Man spart sich enorm viel Arbeit als Analyst. Man muss einfach nur in normaler, menschlicher Sprache eingeben, was man möchte, und bekommt sofort die Query erstellt. Man kann dann auch sagen, okay, gib mir das Ganze noch eine Statistik und kann es direkt ans Management weiterschicken. Es soll eben die Arbeit erleichtern und schneller machen. Der nächste Punkt ist Improved Threat Detection. Dabei geht es darum, dass AI helfen kann, Muster zu erkennen. Das bedeutet, bei verschiedenen Angriffen zu verstehen, okay, was war jetzt der genaue Angriffsweg? Wie genau sind die Angriffe reingekommen und was haben sie danach gemacht? Jetzt kann man sich denken, naja, Analysten wurden ja genau darauf geschult, sowas zu erkennen. Problematisch wird es aber, wenn solche Muster eben über längere Zeiträume passieren. Weil man weiß ja, Analysten arbeiten in Schichtsystemen und es sitzt nicht immer derselbe Analyst vom Alert und closed den oder investigated, was passiert ist. Und genau da hat AI den Vorteil. Es hat das gesamte Big Picture. Es sieht quasi alle Alerts, die passiert sind bis dahin und kann daraus dann Muster erkennen, also im Best Case natürlich, und versuchen zu verstehen, wie ist dieser Angriff passiert. Und außerdem auch für einzelne Angriffe einfach eine Zusammenfassung zu sehen. Das bedeutet, man sieht, ein Angriff kommt rein, es wird ein Ticket aufgemacht und der Analyst sieht sofort in der Beschreibung, das und das ist passiert, investigate vielleicht das. Das sind alles Fälle, wo dem Analysten direkt geholfen wird. Und zu guter Letzt, auch der stärkste Punkt hierbei, Automated Responses. Das bedeutet, dass die AI selber entscheiden kann, okay, wie muss man jetzt darauf reagieren, wenn dieser Angriff reinkam? Was für ein Playbook beispielsweise soll ausgeführt werden? Soll nun diese Maschine quarantined werden? Das Ganze kann man auch noch wieder ein bisschen weiterdenken. Zuerst lernt die AI, was die echten Analysten machen und versteht, wie sie auf Angriffe reagieren. Nimmt diese ganzen Daten auf und sobald sie soweit ist, kann sie dann Vorschläge geben zuerst. Okay, Playbook A sollte jetzt ausgeführt werden, Playbook B. Aber sobald man merkt, okay, die Rate, also die True Positives ist hoch genug, können diese Playbooks danach automatisch gestartet werden, dass eben die AI selber Aktionen trifft. Okay, aber jetzt wieder mal einen Schritt zurück. Wollen wir das überhaupt, ist jetzt die Frage. Trauen wir einer AI zu, dass sie einfach Maschinen in unserem Netzwerk beispielsweise direkt isolaten kann, quarantinen kann oder nicht? Man muss sich da auch überlegen, es geht ein immenser Trust in diese AIs dann her. Man muss ihnen vertrauen, dass sie eben richtige Entscheidungen treffen, wo vielleicht gar kein echter Mensch mehr drüber schaut, um eben eine Maschine zu quarantinen. Im Worst-Case-Szenario könnte der Domain-Controller quarantined werden oder eben ein wichtiger Server von der Firma, der die ganze Zeit online sein muss. Und das möchten wir nicht. Das bedeutet, man muss sich immer überlegen, okay, wie viel Macht möchte ich einer AI geben? Weil mit den ganzen Infos sollte sie ja theoretisch die richtigen Entscheidungen treffen. Das waren jetzt alles nur mal ein paar theoretische Use-Cases, wie wir es verwenden können. Gehen wir jetzt mal wirklich zum praktischen Teil. Genau, so die Key-Features, die gerade Alex vorgestellt hat, wollen wir jetzt mal in Real-Life sehen. Ich habe euch mitgebracht Chronicle. Warte mal, Chronicle? Nein, stimmt doch nicht mehr. Sims renamed. Na, zeigst du es nicht an? Mag er nicht. Jetzt. Okay, killed by Google? Nicht ganz. Sie haben es nur renamed. Es heißt mittlerweile Google SecOps. Super, wenn man Integration baut, übrigens mit ServiceNow. Deren Security Operation Modul heißt auch SecOps. Das heißt, wir kombinieren SecOps mit SecOps. Aber gut. Na, mag es gut. Jetzt mit dem richtigen Logo. Wir wollen euch heute ein bisschen zeigen, was momentan mit Gemini und Google SecOps möglich ist und welche Issues damit geben kann in der Zukunft. Wichtig ist, wie gesagt, es ist kein Sales Pitch. Man könnte vielleicht auch sagen, dass wir ein bisschen biased sind natürlich. Wir waren sowohl in Malaga als München und haben das Produkt vorgestellt bekommen.
Aber nonetheless, gehen wir darauf ein. Im Endeffekt, was der Alex auch schon erklärt hat, wir haben das Problem, oder zu wenige Security-Experten und wir haben zu viele Incidents, die wollen wir beantwortet bekommen. Hier ist es natürlich möglich, dass wir zum Beispiel Gemini eingebaut direkt in Google SecOps verwenden könnten, um darauf zu antworten. Gemini kann in diesem Fall sagen, was ist passiert, was soll investigated werden und was sind die nächsten Schritte des Analysten. Hinzu kommt auch noch, dass die Analyse bzw. das Herausfinden, was passiert ist in anderen Systemen, erleichtert wird, indem man einfach nur fragt, schau mir, also zeige mir, welche Leute haben sich eingeloggt auf welchen System zu welcher Uhrzeit, und er erzeugt den Prompt und zeigt auch die Logs an. Und lo and behold, das ist heute nämlich auch schon möglich. Jeder, der von euch möchte, kann mal Google SecOps googeln, kann sich die Demo-Instanz öffnen und kann es ausprobieren. Es kann sowohl Detection-Rules schreiben, es kann Playbooks generieren, es hilft bei der Analyse und man kann sogar generell durchgeführt werden von Gemini. Klingt natürlich toll, aber was für Issues hat das? Gehen wir das erstmal auf die standardmäßigen ein. Zu einem, natürlich, das Modell ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, wie es trainiert worden ist. Wir hoffen, dass es von jemandem trainiert worden ist, der es gut im Sinne hat, uns zu schützen. Aber das ist halt fragwürdig. Und dann kommen mal die so Basic Issues mit GenAI rein. Wir haben Sensitive Data Exposure, also durch das Trainieren von Datensätzen, wir haben versucht, dagegen vorzugehen und probieren, Informationen rauszuziehen. Mit Prompt Injection und dergleichen könnte man Informationen der Firma rausziehen. Wir können das Modell selber probieren zu stürzen. Das ist jetzt bei Gemini weniger der Fall, aber es ist trotzdem ein Angriffsvektor. Dann, es ist natürlich biased, auf das wollen wir genau eingehen dann. Und man könnte auch natürlich die Trainingsdaten manipulieren. Und genau der Punkt ist meiner Meinung nach einer der interessantesten. Aber zuerst gehen wir kurz auf eins an. Wenn wir jetzt einen SOC-Analysten Gemini in die Hand drücken bei einem normalen Case Investigation, was wollen wir normalerweise sehen? Okay, such nach der Ursache, finde die Ursache, finde heraus, was sonst passiert ist und beantworte den Case drauf. Ist relativ solide. Das ist übrigens eine Abänderung eines echten Vorschlags von Gemini. Also das funktioniert auch relativ gut. Sie werden mit jedem Update etwas ungenauer, also sie versuchen es immer mehr zurückzuschrecken, damit nicht zu viele Einzelheiten dargestellt worden sind. Also als wir das erste Mal das Feature gesehen haben, hat er zum Beispiel auch Windows-Logs probiert zu interpretieren und hat gesagt, was ist geschehen und welche Logs sonst passiert sind. Das haben sie jetzt zurückgeschoben, meistens kommt dann die Antwort mit, ja, schau dir die Entity an. Aber was ist jetzt, wenn wir diese Blackbox als Angreifer im Visier haben und sie poisonen konnten? Naja, es könnte einen Vorschlag haben wie das hier. Im Endeffekt, Bad Attacker ist Teil von der Investigation und wir haben ihn in vielen Forecases und Incident Responses gesehen, also Incident Response Tickets, und können sagen, ja, False Positive Rate ist sehr hoch, du brauchst dir das nicht weiter anschauen, schau dir die anderen an. Und das bezieht sich im Endeffekt auf alle Cases, die auf der Plattform laufen. Und hier, wie man unten sieht, man kann natürlich mit Daumen hoch, Daumen runter sagen, mit gefällt mir dieser Vorschlag oder nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, Feedback zu geben. Und sobald der Case geschlossen ist, sieht man nicht mehr, was angezeigt worden ist im momentanen Zustand. Bedeutet, wenn ein Attacker es schaffen würde, hier etwas anzuzeigen, mit dem man probiert, die Investigation zu behindern, würde das einfach unter den Tisch fallen. Es gäbe keinerlei Anzeichen, warum der Analyst entschieden hat. Und jetzt kommen wir wieder zum ersten Problem. Wir haben dieses Tool natürlich im Einsatz, um weniger Skilled-Personal am Anfang zu haben, weil das Tool übernimmt das ja. Ja, und was ist, wenn das Personal, das trainiert worden ist durch dieses Tool, halt diese Einzelheiten oder diese speziellen Angriffsvektor einfach ignoriert? Und da kommen wir jetzt nämlich zu einem lustigen Part. Ich selber wäre am liebsten jetzt mit einem Aluhut nämlich auf. Diese Misleading Help. Es soll einem sagen, was man tun sollte, aber ohne weitere Training und ohne Supervision könnte es halt sehr gut sein, dass Sachen übersehen werden. Hier ist das Tool selber, wie ich schon gesagt habe, in dem Fall jetzt Gemini, nicht schuld, sondern eigentlich der Prozess rundherum. Es muss ein Improvement geben, es muss ein Feedback Loop geben, es muss geschaut werden, dass der Analyst trotzdem trainiert wird und dass auf diese Sache hinaus gepointet wird. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass die AI ohne Oversight von Menschen
Sachen auch übersehen kann. Man verlässt sich dann irgendwann mal zu sehr drauf. Also wie viele von uns haben schon Prompts eingegeben in ChatGPT, haben was rausbekommen und es einfach gesagt, ja, das passt, gerade wenn es jetzt nicht so spezifisch ist, dass man sehen kann mit, ja, Fische sind 20 Meter lang. Ja gut, vor x Jahren, aber jetzt größer ist nicht mehr. Also kommt vor allem, was Fisch definiert. Und genauso fehlt dann auch der Kontext von der Company. Sehr lustiges Beispiel ist hier übrigens SAP, wie man es kennt, gerade wenn man hier studiert hat, SAP Security, eine der Sachen, die man lernt, man soll unbedingt einen Firefighter-User bedenken. Also einen User, der nicht verwendet werden sollte, der die höchsten Rechte hat, um das System zu retten. Wir hatten einen Fall, wo der User Notfall 01 whitelisted wurde vom SOC, weil das Team den als normalen User akzeptiert, weil das SAP-System nicht mehr geändert wird. So, jetzt haben wir ein Large Language Model, das das interpretiert mit, okay, Notfall 01, das heißt, dieser User sollte nicht verwendet werden, auch wenn er whitelisted worden ist, und erzeugt Ticket nach Ticket nach Ticket nach Ticket, bis halt es einfach SOC untergeht. Und lustigerweise auch, warum das Symbol von OpenAI jetzt hier angezeigt wird, die zwei Cases werden übrigens ausgespuckt, wenn man nach sucht mit, okay, CM-Tools mit AI-Feature, was sind die größten Attack-Vektoren? Gut. Dann nochmal kurz, wie kann man jetzt sich dagegen wehren oder wie kann man dagegen vorgehen? Das eine ist natürlich den Incident-Response-Prozess dynamisch gestalten, agile gestalten, schauen, dass es Feedback-Loops gibt, aber jetzt auf der technischen Ebene. Mitre hat das Atlas-Framework rausgebracht, ist ein sehr netter Read, gerade wenn man viel mit einem Tech-Framework zu tun hat. Es sind auch manchmal das Symbol dabei, dass sie überlappend sind und hier sieht man schon einige Informationen, die man sich mal bedenken könnte. Wieder das Problem, zum Beispiel jetzt bei Gemini oder Copilot, wir wissen ja nicht, wie das trainiert worden ist, außer wir schaffen es halt, wie der vorherige Talk, das Ganze rauszulesen zu können. Somit sollte man vielleicht auch zum Hersteller gehen. Und das ist auch im Endeffekt der Appell von unserem Talk. Wenn ihr solche Features oder solche Tools verwendet, versucht kritisch dem über auch mit dem Hersteller zu reden. Gerade wenn diese Produkte neu auf dem Markt sind, sind die noch sehr, sehr dahinter, zu helfen. Also zum Beispiel, wir machen das momentan mit Google, mit mehreren Kunden. Und die nehmen unsere Vorschläge sehr zu Herzen und setzen sie noch um, auch wenn es Google ist. Genau. Und dann nochmal so kurz generell Concerns Mitigations für AI. Wir haben es eh schon gesagt, Impersonation, User Training ist sehr wichtig bei dem Ganzen. Exploitation, dass man bei Malware anfängt, auch hier zu investieren, also weggehen von normalen Antiviruslösungen als einzige Variante, sondern eher Richtung zusätzliche Tools zu detekten, um halt auch um das Netzwerk zu überwachen, ob etwas von A nach B auf einmal zugreift, als Anomalie. Dann natürlich Authentication bzw. UABA, also User Behavior Analyse. Damit ist übrigens nicht Mitarbeiterüberwachung gemeint. Es reicht ja nur, wenn man weggeht von jede Detection Rule soll automatisch ein Ticket öffnen, zu hin mit, wir haben ganz viele Sachen, die Artifacts da zeigen sollen und rechnen zusammen auf einen User-Account, auf eine Maschine und dann starten wir eine Analyse von einem User. Weil mittlerweile ist es auch der Fall, nur weil ein User eine E-Mail bekommt, die suspicious ist, heißt nicht, dass wir den User isolaten müssen, sondern es reicht ja auch, wenn er es ausführt oder irgendwas passiert, dass wir dann erst reagieren. Beziehungsweise viele Tools können es halt automatisiert schon reagieren und wir würden halt nur einen SOC-Analysten unnötig beschäftigen. Und dann gibt es noch Image Reputation. CTI wird immer wichtiger, auch wenn man jetzt in Richtung Vulnerability Management geht, geht es jetzt Richtung Exposure Management, wo CTI mit eingerechnet wird. Und hier ist es auch der Fall, dass die Attacks immer mehr AI-based werden und dass hier das Personal einfach geschult gehört, beziehungsweise auch die ganzen bestehenden Detections das mit einberechnen sollten. Gut, ich weiß gar nicht, was die nächste Folie ist. Die sollte, ja genau, ein Thank You sein. Bei Fragen jederzeit. Ihr könnt auch gerne zum Stand kommen, wenn ihr mehrere Informationen haben wollt über Google SecOps Server oder wie es ist, es zu implementieren. Wir sind gerade mittendrin dabei und sind gerne offen. Wir können auch etwas helfen. Und den Alu-Open nicht vergessen. Danke. Vielen herzlichen Dank, Stefan Pfeiffer und Alexander Ressel von Accenture. Gibt es denn zum jetzigen Zeitpunkt schon Fragen? Ich glaube, es waren auf jeden Fall die meisten Wörter in der kürzesten Zeit des heutigen Tages. 5 Minuten sind noch übrig. Wenn ihr Fragen habt, gerne, sonst kommt es zum Stand. Kein Problem damit.
Ja, dann vielen Dank euch. Aber jetzt war ich mir noch nicht ganz sicher, wenn ich euch so zugehört habe. Eine Frage habe ich nämlich doch noch. Wie soll ich sagen? Es ist noch keine Meinung eigentlich, die sich da durchgesetzt hat, oder? So von dem, wenn man sagt, das zweischneidige Schwert, zu sagen, seid vorsichtig oder... Im Endeffekt ist es so, man kommt nicht drum rum. Wenn Attacker es verwenden, sollte man es selber auch verwenden. Wenn man sich allein anschaut, wie Schlüsseldienste funktionieren, sie schauen sich ja auch nur ab von Verbrechern. Und das Gleiche ist in dem Fall. Nutzt AI-Tools so gut es geht, aber seid euch bewusst, wie ihr sie verwendet. Weil ihr habt mehr oder weniger Schwerte in der Hand in dem Fall. Gerade mit den Tools, was jetzt hier im SOC und Investigation angeht, wenn die User richtig geschult sind, kann es eigentlich mehr helfen als alles andere. Man kann auch schauen, dass auch der Company-Kontext einfließt und dergleichen. Und es wird auch so, weil es ja bestehend ist auf den Cases, die davor sind, dass bestimmte Informationen, die zum Beispiel eine Key-Person im SOC, das haben wir auch schon mal gesehen, wenn der nicht da ist, dass sehr viel einfach unklar ist, das könnte dieses Tool mit Summarizen und darstellen. Also man kann es zum eigenen Vorteil nutzen. Man muss halt nur vorsichtig sein und nicht einfach nur das teuerste Tool kaufen und glauben, das funktioniert out of the box. Ich glaube, das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Stefan Pfeiffer und Alexander Ressel. Danke.